Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch heute wieder recht herzlich begrüßen zu unserer Webinarreihe Klimafites Villachtal – Unser Weg. Wir hatten schon drei Webinare und heute kommt eben der vierte Teil zum Thema Unsere Orte. Wir möchten in der kommenden Stunde in vier kurzen Vorträgen das Thema der Ortsentwicklung näher beleuchten. Dies vor allem im Zusammenhang mit der bevorstehenden oder notwendigen Klimawandelanpassung. Ich darf kurz auf den Ablauf eingehen. Wie Sie vielleicht im Programm entnommen haben, wäre an erster Stelle der Herr Diplom-Ingenieur Herfried Schädelmeier, der aber kurzfristig absagen musste. Und so konnten wir einen weiteren renommierten Raumplanungsexperten, den Herrn Diplom-Ingenieur Matthias Zawikowski, einladen und werden ihn nachher begrüßen können. Den zweiten Vortrag wird Dr. Heimo Bürbaumer übernehmen, wo es geht um die Ortsentwicklung im Konnex der Klimawandelanpassung. Dann haben wir einen Experten, den Herrn Diplom-Ingenieur Georg Zeleny, zum Thema Brain Garden und Infrastrukturprojekte. Und als vierten Fachinput die Frau Diplom-Ingenieurin Christiane Hanauer zum Thema Natur im Garten bzw. klimafitter Grünraum in den Gemeinden. Das Resümee zur heutigen Veranstaltung wird Herr Dr. Herbert Greisberger von der ENO gemeinsam mit Alexander Siebner vornehmen. Um nicht zu viel Zeit zu verschwenden für die kommende Stunde, möchte ich gleich den Herrn Diplom-Ingenieur Matthias Zawikowski begrüßen. Er ist geschäftsführender und teilhabender Gesellschafter der Implantat Raumplanungs GmbH. Er ist ebenso Geschäftsführer der Klima- und Energiemodellregion Elsberg-Wienerwald. Er ist ein renommierter Regionalentwickler im kommunalen Umfeld, Mobilitätsexperte. Ja, was soll ich mehr sagen? Du wirst in der Diskussion jetzt als Ersatz für den ersten Teil gemeinsam mit Alexander Siebner, der ja auch ein Modellregionsmanager ist und Regionalentwickler im weiteren Sinne, kurz auf die Themen der Raumplanungsaspekte eingehen. Ich bitte um eure kurze Diskussion in diesem Fall. Bitteschön. Danke, Wolfgang. Hallo Matthias, danke, dass du kurzfristig Zeit gefunden hast, uns heute hier in unserem Webinar Klimafites Villachtal zu begleiten. Matthias, ich arbeite mit dir jetzt zusammen. Ich glaube, jetzt sind es schon fast 14 Jahre, seit 2007 arbeiten wir hauptsächlich Klimaschutzprojekten und Regionalentwicklungsprojekten im Bereich der Klimawende. Dass wir uns, hast du doch 2008 oder 2007, dass wir uns 2021 dann schon an eine Klimaveränderung überhaupt anpassen müssen? Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da dabei sein kann und mich auch aktiv einbringen kann. Ich dachte eigentlich, dass wir uns früher damit auseinandersetzen müssen. Ich habe eben in den 90er Jahren die Raumplanung studiert an der TU Wien und habe eben die Komplexität hinsichtlich der Bodennutzung da einmal erfahren und erkannt durch diese Vielzahl an Lehrenden, die wir da hatten. Und dass der Boden in Sachen des Klimawandels wesentlichen Einfluss hat und nimmt, beziehungsweise unsere Bodennutzung vor allem, das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende, das war mir damals klar. Ich dachte schon, dass wir so Mitte der, so 2015 uns da mehr Gedanken drüber machen. Ich bin aber froh, dass wir jetzt darüber diskutieren können und uns da in Sachen der Orts- und Stadtentwicklung Gedanken machen. Klimawandel, Anpassung und Raumplanung. Was fällt dir da als erstes Schlagwort ein? Was ist ganz typisch, wo sich die Raumplanung verändert, um angepasster an den Klimawandel zu sein? Ob es jetzt direkt die Raumplanung sein muss, weiß ich nicht, aber der Leerstand. Ich glaube ganz einfach, so wie alles einer Nutzungsoptimierung bedarf, brauchen speziell unsere Gebäude, unser Gebäudebestand, eine ganz wesentliche Änderung unserer Nutzungsmuster bzw. Denkmuster. Ein Gebäude hat man immer für hunderte Jahre gebaut. Wenn man sich unsere alten Kulturdenkmäler anschaut, die sind ja nicht 50 Jahre alt, sondern die sind 200 Jahre und älter oder mindestens 100 Jahre.
Und wenn man durch eine Kremser Landstraße durchgeht, sieht man unterschiedliche Bauepochen. Das heißt ganz einfach, man hat immer darauf geachtet, beim Bauen eines Gebäudes über eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer. Und eine Nutzungsdauer ist kein Leerstand, so wie wir in vielen unserer Ortszentren eigentlich haben. Das heißt, wir müssen uns eigentlich um den Bestand kümmern und nicht um die Ausdehnung von Siedlungen. Nämlich die Ausdehnung von Siedlungen verursacht die Bodenversiegelung und wir brauchen gerade das Gegenteil, wir brauchen Bodenschutz. Das heißt, wir müssen eine Innenentwicklung vor Außenentwicklung in jedem Ortsentwicklungskonzept veranlassen. Die Novelle von der Raumordnung wesentlich vor. Da gibt es wesentliche positive Änderungen. Wir müssen ganz einfach unseren Raum, unseren Siedlungsraum ganz effizienter nutzen, das heißt aber nicht dichter bebauen. Ja, aber widerspricht sich das nicht auch ein bisschen? Wir haben im Klimaschutz ja dieses Leerstandsmanagement und nach innen quasi alles verdichten und in der Klimawandelanpassung brauchen wir eigentlich mehr Grün. Wir hören jetzt dann später noch die Christiane Hanauer, die dazu ja mehr sagen wird. Aber widerspricht sich das nicht auch ein bisschen? Wie lösen wir das? Da geht ja nicht, dass wir es verbauen müssen, sondern die Nutzungen intensivieren müssen. Eine Nutzung ist genauso ein Grünraum und kann aber auch eine bebaute Fläche sein. Aber eine Nutzung für einen Parkplatz an der Oberfläche ist ein absoluter Ineffizienz von, jetzt hätte ich fast gesagt Schwachsinn, von der Nutzungsvielfalt. Wir müssen ganz einfach für unseren Lebensraum die Nutzungen dementsprechend an den Oberflächen zur Verfügung stellen und das zwar im Siedlungsraum und nicht außerhalb des Siedlungsraums. Das heißt ganz einfach, wir müssen entweder, wenn wir quasi hier verschiedene Funktionen haben, wie zum Beispiel einen Parkplatz, müssen wir schauen, dass wir diese Fläche mehrfach nutzen können, ob man da Photovoltaik drüber baut oder eben hier eine Art der Begrünung schafft, die quasi auch für Durchlüftung grüne Infrastruktur sorgt. Wir müssen hier uns viel, viel mehr Gedanken machen über die Nutzungsvielfalt im Siedlungsraum. Kann es sein, dass sich langfristig gesehen die Identität unserer Orte verändert? Also ich stelle mir das immer so vor, ich meine, du weißt es, wir bauen heute, nehmen wir doch ein neues Siedlungsgebiet, weil da wird es ja auch noch stattfinden. Jetzt bauen wir haben dann Bauflucht von 3 Metern, wir bauen die Infrastruktur so gering wie möglich, also so effizient wie möglich, damit wir gerade unsere technischen Leitungen unterbringen. Brauchen wir nicht mehr im öffentlichen Raum wieder auch rund um die Straßen mehr Flächen für Beschattung und Bäume? Müssen wir nicht vielleicht sogar großzügiger werden? Wir müssen unseren öffentlichen Raum als Lebensraum verstehen. Und der öffentliche Raum ist nicht nur eine versiegelte Fläche, sondern das ist im Lebensraum. Und genau das, genau dieses, diese Veränderung des Denkens und unserer Nutzungsmuster steht jetzt an. Ich durfte in einigen Entwicklungskonzepten soweit mitarbeiten, wo Raumplaner, Stadtplaner, Verkehrsplaner, Grünraumplaner, Soziologen und so weiter zusammenarbeiten. Und da steht immer dieser öffentliche Raum im ganz, ganz wesentlichen Mittelpunkt. Jetzt die Corona-Krise zeigt es uns, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Freiraum und zwar einen frischen, grünen Freiraum, wo wir uns wohlfühlen können. Das darf keine graue Asphaltwüste sein, weil da möchte keiner hingehen. Wir brauchen 2 Meter Abstand, das heißt auch ganz einfach, wir brauchen für unsere Fortbewegung zu Fuß einfach mehr Fläche. Das heißt, der 1,10 Meter breite Gehsteig ist einfach viel zu wenig Fläche. Wir müssen uns Menschen ganz einfach viel mehr öffentlichen Raum gönnen und diesen attraktiv gestalten. Okay, das heißt, wir stehen eigentlich in der Raumplanung sehr wohl vor der Herausforderung, dass die Gemeinden mit ihre Entwicklungskonzepte gänzlich neu denken müssen. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung auch im Werteempfinden mancher Entscheidungsträger. Wir brauchen eine Veränderung im Werteempfinden der Entscheidungsträger ganz sicherlich und zwar in der Flächengerechtigkeit im öffentlichen Raum. Wir müssen ganz einfach den unterschiedlichen Verkehrsträgern entsprechend viel Fläche zugestehen. Ja? Und da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass wir ganz einfach für den Quadratmeter Wohnung 6 bis 9 Euro Miete, was auch immer, zahlen. Ja? Und dementsprechend ist auch der Quadratmeter Parkplatz das entsprechend auch wert. Ich kann nicht mehr gratis zum Beispiel parken im öffentlichen Raum. Das wird es in Zukunft nicht geben können, weil das keine Gerechtigkeit ist. Blöde Frage vielleicht hast du auch keine Antwort. Wenn man sich heute eine Stadt oder einen Ort anschauen will, der diese
Klimagerechtigkeit bereits vorlebt? Wo kann man hinfahren? Kennst du was? Ja, ich bin gerade in einen ganz wesentlichen Prozess eingebunden und bin das sehr, sehr froh, dass ich dazu mitwirken darf. Das ist in Tulln. Hier geht es um den sogenannten grünen Platz, der Nibelungenplatz, wo jetzt gerade gut 200 Parkplätze sind und dieser Platz entsiegelt werden sollte. Ist natürlich große Diskussion in der Stadtpolitik, wo man hier die Stellplätze verlagern kann, wie viel diese Umgestaltung kosten kann, darf, was die Klimawirksamkeit von dieser Umgestaltung, von dieser Entsiegelung sein kann. Komplett neue Sachen hinsichtlich Stadtklimatologie und so weiter tritt hier auf. Ganz, ganz spannende Sachen und ich freue mich, dass wir den Prozess gestartet haben und mittlerweile auch ein breites politisches Übereinkommen ansteht, wo doch überraschend viele mitgehen werden. Zurück ins Billachtal. Wir haben kleinere Orte. Das Billachtal wird ja auch profitieren, weil es, wenn der Klimawandel zunimmt, ich meine, als Sommerfrische und wird es doch ein bisschen kühler sein als vielleicht in größeren Städten. Was kannst du als Raumplaner den Gemeinden mitgeben im Billachtal? Was wären so die ein, zwei Impulse von deiner Seite? Gedanken sich zu machen um die Ortskernbelebung. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Essentielles, auch in meiner Klima-Energie-Modellregion in der Elsbeere-Wienerwald. Ich habe hier auch sehr schöne Ortschaften, klasse Ortschaften, wo man aber immer wieder mit Leerstandsproblematiken konfrontiert wird. Aufgelassene Landwirtschaftsbetriebe, zurückgelassene Nahversorgergeschäfte und so weiter. Und da müssen wir uns wirklich ganz, ganz stark damit beschäftigen, dass die Zivilgesellschaft dort Fuß fasst. Wir brauchen quasi eine viel mehr Direktvermarktung. Wir brauchen viel mehr den Platz für die regionalen Produkte, dass man diese auch relativ fußläufig und kurz nach dem Prinzip des Orts der kurzen Wege auch erreichen kann. Wir brauchen Arbeitsplätze, Telearbeitsplätze, Online-Arbeitsplätze, Coworking-Places vor Ort. Es wird hier interessante Tendenzen geben. Ich kenne jetzt ein paar große Vorhaben, wo quasi Konzernstrukturen danach suchen, nach sogenannten Satellite Offices, sprich, wo der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht unbedingt nach Wien pendeln muss, sondern zum nächsten zentralen Ort in so eine quasi Coworking Space eingemietet sein kann und für den Großbetrieb in Wien arbeiten kann. Das heißt, wir reduzieren dann durch Pendlerströme und wir brauchen ganz einfach in den Lehrbestand Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen. Diese Themen brauchen ganz einfach viel Platz und die dürfen wir nicht weg von unseren Ortschaften lassen. Wir müssen schauen, dass wir in unseren kleinen Gemeinden, Ortschaften hier diesen Platz vorsorgen, dass wir diese Funktionen aufrechterhalten können. Also du siehst jetzt von der Digitalisierung, Technologietransfer, moderne, qualifizierte Arbeitsplätze, sehr wohl eine Chance, auch im ruralen Gebiet, also in den kleinen ländlichen Gemeinden. Und das kann man über die Raumplanung und über die Entwicklungskonzepte steuern? Ich kann mich nur gut erinnern, ich habe 2014 die Entwicklungsstrategie für LIDA für meine Elsbeere-Wienerwald geschrieben. Und da war das Titelbild, eine junge Dame sitzt unterm Elsbeerbaum und arbeitet am Laptop. Und so ein WLAN-Signal haben wir auch drinnen gehabt. Ja? Also man muss sich diese Vision doch gönnen, dass wir in der Umgebung, wo wir uns wohlfühlen, auch kreativ sein können. Und Kreativität, das sage ich immer meiner Tochter, ist das Allerwichtigste in Zukunft für die Menschen, dass sie quasi kreativ sich in diesen Prozess einbringen können. Werkzeugen, sei es die Digitalisierung, was auch immer, hier quasi zu Hause, vor Ort sich wohlfühlen können und dort auch erwerbstätig sein können. Matthias, danke. Das war ein schönes Abschlussstatement, weil Kreativität, wo wäre sie mehr zu Hause als im Billachtal? Ja? Danke. Super, danke für die Einladung. Gerne. Vielen Dank, Matthias, für dein Statement zur insbesondere Bodenressource, die ja bekanntlicherweise endlich ist und das Spannungsfeld einerseits der Verdichtung, Leerstandsmanagement, innerörtlich, aber gleichzeitig auch der Öffnung im Sinne des Grünraums, öffentlicher Raum als Lebensraum. Also manchmal sogar gegenläufige Entwicklungen möglicherweise, aber jedenfalls diese kreative und smarte Fokussierung auf die Ortskerne.
Dazu passend darf ich unseren nächsten Vortragenden, den Herrn Dr. Heimo Bürbaumer, begrüßen. Er ist Mitarbeiter der ENO, der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich. Seine Schwerpunkte sind Klimaschutzszenarien für Energie und Mobilität, nationale Projekte wie Klimaaktiv beispielsweise, Energiesysteme der Zukunft und als Leiter der Abteilung Expertise. Sein Thema wird jetzt sein, das Dorf oder der Ort der Zukunft, Entwicklung der Orte aus Sicht der Klimawandelanpassung. Bitte, Herr Bürbaumer. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und ich glaube, es gibt keinen besseren Übergang für meinen Vortrag als das Gespräch vorhin vom Herrn Zawinowski. Ich versuche nur gerade da die Slides, dass man die auch wirklich sieht. So, jetzt versuche ich es nochmal. So, sieht man die Slides? Ja. Und zwar geht es jetzt eigentlich in meinem kurzen Vortrag genau um das, was der Matthias Zawinowski sozusagen genannt hat. Wir haben all diese Elemente und noch ein paar mehr, die er genannt hat, in eine Vision gegeben. Diese Vision nennt sich Dorf der Zukunft. Und ich möchte Ihnen heute ein paar Ideen dieser Vision hinsichtlich der Entwicklung, wie sich die Orte im Billachtal im Rahmen der Klimawandelanpassung, aber auch im Rahmen des Klimaschutzes weiterentwickeln können. Und zwar, es wurde auch schon genannt, heutige Dörfer haben viele Probleme. Das beginnt bei der Nahversorgung, die oft fehlt oder die immer schwächer wird aufgrund der Konkurrenz von Einkaufszentren und Städten. Das beginnt, dass es dort zu wenig Arbeitsplätze gibt. Das heißt, die Leute müssen in die Städte pendeln. Es gibt einen starken Kaufkraftabfluss daher und das Land, obwohl es ja die Möglichkeit hätte, eigentlich sehr viel zu erzeugen, ist abhängig von Energieimporten. Die Leute müssen pendeln. Es gibt, obwohl man eigentlich am Land sozusagen theoretisch Ruhe hätte, gibt es Straßenlärm und Abgase. Die Ortszentren sterben aus und man hat daher Probleme mit Landflucht. Das heißt, dass gerade die Jüngeren oft in die Städte ziehen. Es fehlt Ideen und Möglichkeiten der Wertschöpfung und ganz grundsätzlich fehlt so ein bisschen diese Bedeutung für das Land. Was könnte das Land, was könnten die Dörfer für eine Bedeutung in der Gesellschaft haben? Es fehlt, kurz gesagt, die positive Vision. Und diese positive Vision haben wir in der ENO erarbeitet und wir wollen in den nächsten Monaten und Jahren diese positive Vision sozusagen in die Dörfer bringen. Und der Grundansatz für diese positive Vision ist, wenn man sich überlegt, was die Energiewende, was Klimaschutz und vor allem auch was Anpassungen an den Klimawandel bedeuten für Dörfer, wenn man das sozusagen auf die Probleme legt, dann sieht man, dass man damit genau diese Probleme eigentlich lösen kann. Ja? Also es sind keine zusätzlichen Themen, keine zusätzlichen Probleme, die auf die Dörfer zukommen, sondern eigentlich ironischerweise gerade der Ansatz zur Lösung der Probleme, die ich oben erwähnt habe. Schauen wir uns das mal an für verschiedene Bereiche. Beginnen wir mal mit dem Wohnenbereich. Wie wohnt man in Zukunft? Wie wohnt man in einem Dorf der Zukunft? Sie haben sicher in anderen Webinaren schon gehört von der steigenden Klimaerhitzung. Und deswegen gibt es im Dorf der Zukunft sogenannte klimafitte Häuser. Das sind Häuser, die eine sehr gute Wärmedämmung haben, wo es außenliegende Verschattungen gibt und sehr viel mit Begrünungen gearbeitet wird. Und all das führt dazu zu einer kühlenden, angenehmen Klima in den Häusern und zusätzlich kann man das noch mit einer Komfortlüftung verbessern. Diese Häuser sind aber auch deutlich günstiger im Betrieb und sie sparen Energie. Natürlich sind diese Häuser, das muss man fast nicht mehr erwähnen, werden in Zukunft mit erneuerbaren Energien versorgt und diese Häuser sind intelligent. Sie wissen, wann die Sonne scheint, wann überschüssige Energie vorhanden ist und sie nutzen diese überschüssige Energie dann, um sie zum Beispiel über eine Wärmepumpe zum Heizen zu verwenden oder zu speichern. Kommen wir zum nächsten Bereich, Einkauf und Arbeiten. Wie wird im Dorf der Zukunft in dieser positiven Vision, wie funktioniert das in den Dörfern? Der Matthias Zawinowski hat es schon erwähnt, Smart Working bietet hier eine große Möglichkeit für die Dörfer. Man kann in Zukunft immer besser zu Hause arbeiten oder, weil wie wir jetzt alle wissen, zu Hause allein sitzen und arbeiten ist ein bisschen langweilig, in
Gemeinschaftsbüros. Das heißt, immer mehr Orte machen Gemeinschaftsbüros im Dorfzentrum, wo dann Leute, die für unterschiedliche Firmen gemeinsam arbeiten können. Ja? Und was ermöglicht man dadurch? Die Dörfer gehen weg von diesen reinen Schlafstätten sozusagen zu sein, wieder zu dem, dass man im Dorf auch wirklich den Tag und seine Zeit verbringt. Und dadurch zahlt sich dort wieder aus, Gasthäuser zu machen, Nahversorger machen mehr Umsatz und das stärkt wiederum die lokale Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Überhaupt ist die ganze Energiewende ein einziges Arbeitskraft, sozusagen Erzeugungsmaschine. Ja, man braucht Wärmepumpen, man braucht Pelletsöfen, dafür braucht man Installateure und Elektriker, für PV-Anlagen braucht man Elektriker und für einen vermehrten öffentlichen Verkehr braucht man auch Personal, Techniker als auch Fahrer, die diese betreiben. Kommen wir zu den klimafitten Ortszentren. Das wurde auch schon angesprochen von Matthias Zawikowski. Der öffentliche Raum, vor allem im Ortszentrum, ist ganz entscheidend für die Lebensqualität der Dörfer. Und das Dorfzentrum der Zukunft ist nicht mehr zugeparkt, das ist nicht mehr ein großer Parkplatz, wo 23 Stunden Autos stehen, sondern das steht den Menschen wieder zur Verfügung. Das heißt, man hat Dorfplätze, die frei sind, wo es schattenspendende Bäume gibt, Springbrunnen, wo die Gasthäuser ihre Tische draußen stehen haben und diese Ortszentren sind wieder Begegnungszonen für die Menschen. Dazu gehören auch Bäume, dazu gehören Grünräume und so weiter. Hier gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil die Frau Diplom-Ingenieur Hannauer später dazu noch einige Beiträge liefert. Aber grundsätzlich sind hier Maßnahmen der Klimawandelanpassung ganz entscheidend für eine Verbesserung des Umfeldes dieser Ortszentren, die damit auch mehr Leben ermöglichen. Kommen wir zur Mobilität und Raumplanung. Und auch hier wieder ist es so, es geht darum, dass man die Raumplanung nicht so macht, dass es für Autos alles optimiert ist, sondern für die Menschen. Das heißt, man hat begrünte Straßen, die zum Radfahren einladen, die zum Zu-Fuß-Gehen einladen. Es gibt keine schlechte Luft und Abgase mehr. Die meisten Einkäufe kann man im Nahbereich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Es gibt einen öffentlichen Verkehr, der wirklich eine Versorgung macht. Im Bilachtal ist ja mit der Marizellerbahn hier sind ja gute Grundsteine gelegt. Dazu gibt es Busse und dann gibt es im Dorf der Zukunft keine Verbrennerautos mehr, sondern E-Autos oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Ja? Diese E-Autos haben keine Abgase, machen auch kaum Lärm, sind viel leiser und von daher ist das eine ganz andere Atmosphäre, sozusagen, die dadurch erzeugt wird. Und man fährt jetzt auch nicht mehr sozusagen immer nur mit dem Auto von A nach B, sondern je nachdem, was man vorhat, kann man diese Verkehrsmittel kombinieren. Das heißt, man fährt zum Beispiel mit dem E-Auto oder dem E-Carsharing-Auto oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof und pendelt dann mit dem Bahn in die Stadt, in die Arbeit. Ja, kommen wir zum Dorfleben. Das Dorfleben ist, wenn man den öffentlichen Raum wieder fördert, wenn man den so gestaltet, dass sich die Leute dort wirklich wohlfühlen, dass man gemeinsam die Zeit dort verbringen kann, das belebt auch das Dorfleben. Und dazu gehören auch Vereine und Nachbarschaftshilfe, die in diesem Zug entstehen. Ein Beispiel dafür sind E-Fahrtendienste, die ja gerade im Billachtal angedacht werden, dass hier einiges gemacht wird. Das sind Vereine, wo man gemeinsam eine Mobilität für Jung und Alt ermöglicht. Und das ist eben auch ein Verein, wo man sozusagen sozial miteinander verkehrt. Andere Möglichkeiten im Dorf der Zukunft sind Bürgerbeteiligung und Energiegemeinschaften. Energiegemeinschaften zum Beispiel entsteht dann, wenn jemand mit einer Photovoltaikanlage Strom erzeugt und die dann seinem Nachbarn oder seiner Oma im anderen Ortsteil zur Verfügung stellt. So entstehen Energiegemeinschaften und auch das führt dazu, dass Leute sozusagen wieder mehr miteinander interagieren, mehr miteinander zu tun haben. Kommen wir zum Thema Energie. Das Dorf der Zukunft erzeugt seine Energie selbst. Nein, darüber hinaus erzeugt es sogar Zusatzenergie, weil irgendjemand muss ja auch die Städte versorgen. Und diese Energie ist die Sonnenenergie, das ist Erdwärme, Windkraft womöglich, Biomasse, Wasserkraft. Und all das ermöglicht eine 100% erneuerbare Energieversorgung
und erspart dem Dorf der Zukunft Wertschöpfungsverluste, weil es keine Energie mehr importieren muss. Zusätzlich zu Dächern werden versiegelte Flächen benutzt, hat auch der Matthias Zawikowski schon erwähnt. Das heißt, Parkplätze, dort wo Parkplätze sind, kann man sie mit einer PV-Anlage sozusagen nutzen. Bitte oder auch, Stichwort Agro-PV, in der Landwirtschaft kann man gewisse Anbauprodukte, die in Zukunft nicht mehr wachsen aufgrund der Klimaerwärmung, kann man auch schützen durch Photovoltaikanlage und dabei Energie erzeugen. Ich komme schon zum Schluss, zum letzten Slide. Das Ganze ist dann eine nachhaltige Region, das ist dann das Billachtal. Und in der Region gibt es dann gemeindeverbindende Schnellradwege mit PV-Anlagen und Alleen, um auch hier zu ermöglichen, mit E-Fahrrad oder normalen Fahrrad unterwegs zu sein. Die Region im Dorf in der Zukunft, in dieser Vision, ist nicht autark. Das war eigentlich eine falsche Vision, die früher sozusagen verbreitet wurde, sondern im Gegenteil, sie versorgt ihre eigenen Einwohner, aber auch die Umlandstädte mit Lebensmitteln, mit Energie und Erholungsraum. Und dadurch fließt die Kaufkraft nicht mehr hinaus in die Stadt, sondern kommt zurück in die Region. Wir werden diese Vision in Zukunft auf unserer Seite www.energie-noe.at darstellen und hier auch viele Best-Practice-Beispiele und so weiter für Sie bereithalten. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Bierbaumer. Sie erwähnten, es geht um eine positive Vision für einen lebenswerten Wohnraum. Es sollen Probleme vielfältiger Art, ja nicht nur der Klimawandelanpassung oder der Energiewende gelöst werden, sondern darüber hinaus können vielfältige mögliche Problemfelder gelöst werden, beziehungsweise eine Attraktivierung unserer Ortskerne erfolgen. Vielen Dank. Ich darf dann gleich weiterleiten zum nächsten Vortragenden. Das ist der Herr Diplom-Ingenieur Georg Zeleny. Er ist Ingenieurkonsulent für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Er ist seit 10 Jahren selbstständiger Ziviltechniker mit einem Büro von rund 8 Mitarbeitern, glaube ich. Und er beschäftigt sich insbesondere mit Infrastrukturprojekten im Bereich der Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und hat auch ein Spezialgebiet, welches auch in der Region schon Anwendung fand, nämlich das Thema Rain Garden. Bitte, Georg. Ja, einen schönen Nachmittag in das Billachtal. Ich hoffe, man sieht die Folien. Mein Thema ist sozusagen die praktischen Beispiele sowie Möglichkeiten von Drängarten. Drängarten ist ja ein Produkt der Firma Zenebio. Zenebio und Zeleny mögen gleich oder ähnlich klingen. Ich möchte aber vorausschicken, ich habe mit der Firma Zenebio nichts zu tun, sondern ich möchte Ihnen das sozusagen aus Sicht des Planers näher bringen, welche Beispiele es da gibt. Jetzt funktioniert schon. Welche Problemstellungen haben wir? Es ist in den beiden Vorträgen vorher schon einiges angeklungen. Lebensraum in den Gemeinden. Wir haben oft sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit. Da wollen wir es nicht oder müssen wir es irgendwo unterbringen. Es gibt dann wieder in den letzten Jahren immer mehr leider sehr wenig Wasser über lange Zeiträume. Das heißt Trockenperioden bis hin vielleicht sogar schon zu Dürren. Das wird in der nächsten Zeit vermutlich mehr werden. Die Versiegelung in den Siedlungsbereichen beschert uns einen eingeschränkten Bodenwasserhaushalt. Das heißt, auch die Grundwasservorkommen, die im Billachtal ja sowieso nicht übermäßig üppig sind, zumindest in den inneren Bereichen oder mittleren Bereichen, leiden da auch darunter. Wir haben in den Ortschaften wenig Verdunstungsmöglichkeiten, weil viel versiegelt ist. Gleichzeitig, wenn es regnet, werden Kanäle und vor allem auch die Verbandskläranlage im Billachtal immer wieder mit Regenwasser überlastet, was aber eigentlich sinnlos und nicht notwendig ist, sondern im Gegenteil sehr viele Kosten verursacht. Und wenn viel Wasser in kurzer Zeit kommt, haben wir Flutungen in Siedlungsgebieten. Und genau diese Problemstellungen versucht man mit grüner Infrastruktur, wie eben zum Beispiel Drängarten, sozusagen alle abzudecken. Und das funktioniert auch recht gut. Sie kennen sicher die bisherigen Lösungen, wenn das Wasser nicht schon im Kanal landet oder bei der Kläranlage, dann schaut das oft so aus. Das ist weder normgemäß noch sinnvoll noch praktikabel.
Es ist schön gezeichnet, aber in Wirklichkeit schaut es halt leider so aus. Und insbesondere unsere Bäume schützen wir vor Wasser, damit die ja nicht zu viel Wasser bekommen. Wenn sie schon Wasser bekommen, dann werden sie mit Asphalt und Pflastersteinen so weit eingeengt, dass sie als Jungbaum kaum Chancen haben zu überleben. Sie kennen das sicher immer wieder, wenn man mit offenen Augen herumfährt. Was kann oder soll Traingarten also können? Oder wie schaut es aus? Ich habe Ihnen da so einen Regelaufbau angegeben. Traingarten besteht immer aus dem Substrat, diesem Traingarten-Substrat, ein spezielles Substrat, plus der Bepflanzung. Das ist wichtig zu sagen. Ohne Bepflanzung ist das System nicht vollständig, weil es soll ja möglichst viel Wasser in kurzer Zeit aufgenommen werden. Das funktioniert. Das Wasser wird im Substrat gespeichert. Das heißt, Sie haben keine Mulden, wie Sie es kennen, oder Gräben. Und die Bepflanzung lebt sozusagen von dem Wasser, das da hineinkommt. Die Sickerpackung unten, das grau dargestellte, braucht man eigentlich nur dann, wenn der Boden sehr schlecht ist. Das ist im Bilachtal durchaus sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die später noch kommenden Beispiele in Obergrafendorf denke, wo der Boden in tieferen Schichten sehr gut sickerfähig ist, oder in Hafnerbach, wo der Boden sehr schlecht sickerfähig ist. Wenn das so ist, dann brauche ich natürlich eine gewisse Ablaufmöglichkeit und das kann ich über diese Sickerpackung sicherstellen. Das schaut jetzt sehr schematisch aus, ist aber sehr flexibel im Aussehen oder in der Bauweise. Und ich werde Ihnen dann gleich einige Bilder zeigen, wie das ausschauen kann. Darunter steht noch Klassifikation technischer Bodenfilter gemäß Ö-Norm. Das heißt, dieser Traingartenaufbau entspricht in seiner Wirkungsweise einem Bodenfilter, einem klassischen Bodenfilter. Der große Unterschied ist, ich darf da hineinpflanzen, Bäume, Büsche und so weiter, weil die Substratstärken entsprechend groß sind. So, einige Beispiele. Die Buchengasse in Obergrafendorf, gerade im Bilachtal gibt es ja Gemeinden, die da quasi Pioniere sind. Obergrafendorf vielleicht die erste, das war 2014, denke ich, in der Buchenstraße, wo man auch wissenschaftlich begleitet verschiedene Pflanzungen ausprobiert hat. Es hat sich gezeigt, dass in den etwas abgewandelten Substraten die Pflanzen überall sehr gut wachsen. Es gibt auch die Möglichkeit, auch hier in Obergrafendorf, zum Beispiel im Bereich Mühlweg, den Traingarten mit Schotterrasen zu kombinieren. Das heißt auch hier zum Beispiel Parkplätze zu haben, die von Besuchern genutzt werden, also die nicht dauernd mit Autos bestellt sind. Und auch hier kann das Regenwasser sehr gut versickern. Ein Bild, wie es im Bau ausschauen kann, in Hafnerbach, Karl-Graz-Straße. Hier ist der Boden wirklich sehr ungünstig für Versickerungsanlagen. Daher die kleine Drainage. Es hat sich aber auch bei den starken Niederschlägen vor allem im letzten Jahr gezeigt, dass diese Bereiche eigentlich fast keine Probleme hatten, im Gegensatz zu konventionell entwässerten Bereichen. Eine weitere Gemeinde im Pilachtal, die solche Anlagen schon gebaut und in Betrieb hat, ist Kirchberg an der Pilach, wo der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet wurde. Und die Entwässerung läuft zu einem Großteil über Traingartenflächen und man sieht, man kann sie auch entsprechend attraktiv bepflanzen, was ja in dem Fall für den Bahnhofsvorplatz ein Vorteil ist. Auch so kann Traingarten ausschauen. In dem Fall wäre es in Herzogenburg. Man kann durchaus auch da moderne Bepflanzungen heranziehen. Ein Sprung ins Traisental, das Ganze funktioniert genauso in Gewerbegebieten, wo man sozusagen ohne Regenwasserkanal auskommt. Das ist ja auch Sinn der Sache, Wasser in der Region zu halten und dieses Wasser einerseits den Pflanzen zur Verfügung zu stellen und andererseits zu verhindern, dass dieses Wasser über die Kanäle und dann in unserem Fall die Pilach einfach aus der Region weg ist. Kanal, das Wasser, das im Kanal landet, ist einfach weg aus der Region. Das kommt nicht mehr wieder. Auch das ist eine Möglichkeit, eine Straße sozusagen zu entwässern, ohne den Kanal zu beaufschlagen. Die Schulgasse in Herzogenburg.
Es ist auch so, wenn wir Bäume pflanzen, wir haben es in den Vorträgen vorne gehört, sind die ja Klimaanlagen in den Ortsgebieten. Und auch wenn vielleicht unsere Gemeinden im Pilachtal jetzt keine großen Städte oder ähnliches sind, aber man merkt doch in den verbauten Bereichen, dass im Sommer einfach die Hitze immer mehr zunimmt, wenn sich Straßen, wenn sich Häuser, Bauteile aufheizen können. Und mit entsprechenden Bäumen, die dann mit Wasser versorgt sind, kann man da gut entgegenwirken und dann wieder Lebensräume in den Ortskernen oder in den Siedlungsbereichen schaffen, die auch angenommen werden. Auch hier ist eine Möglichkeit, wie man Tränengarten bauen kann, wenn es so gewünscht wird, mit Rasenflächen, alles eben und ein Parkplatz, der sozusagen dann von Platanen in mehreren Jahren dann überspannt wird und so beschattet ist. Ein Beispiel, das Sie vielleicht auch kennen, ganz in der Nähe, HTL St. Pölten, da wo früher die alte Mensa war, gab es einen eher hässlichen Parkplatz, alles grau in grau und nur für Autos. Haben wir auch schon angesprochen, viel öffentlicher Raum für Fahrzeuge. Wenn schon, dann kann man ihn auch so gestalten. Und in diesem Fall ist eigentlich kein einziger Parkplatz verloren gegangen. Aber es ist vom ökologischen Nutzen vom Lebensraum ist das ganz was anderes. Und die Autos stehen nicht alle in der Sonne. Es ist der Raum gekühlt. Es findet eine Verdunstung statt. Und diese große Fläche ist de facto nicht mehr an den Kanal angeschlossen und entlastet diesen. Es ist ja nicht nur so, dass bei Starkregen-Niederschlägen sehr viel Wasser in die Kanalisation kommt, sondern auch bei geringen Niederschlägen oder Schneeschmelzen wird zum Beispiel die Verbandskläranlage mit sehr viel Wasser befrachtet und schafft dort eigentlich Probleme und Kosten und das wäre vermeidbar. Also beim Ansetzen in der Gemeinde über solche Anlagen kann man auch für das gesamte Tal, zum Beispiel über den Abwasserverband, Kostenvorteile schaffen. So sieht das aus, wenn es grün ist und nicht mehr grau. Worauf ich besonders hinweisen möchte, im Vergleich haben wir hier Bäume in St. Pölten, die quasi ein Jahr alt waren. Beim trockenen Sommer 2018, da waren diese frisch gepflanzten Bäume, die konventionell gepflanzt waren, schon etwas entlaubt. Im Vergleich dazu, in Tränengartensubstrat gesetzt in St. Pölten, sahen die Bäume deutlich besser aus. Stadtgarten in St. Pölten hat gesagt, es ist nicht extra bewässert worden, weder das eine noch das andere. Und wenn die 2 Jahre alt sind, schauen die so aus. Also die Pflanzen wachsen hier sehr gut. Ein kurzer Anlagenvergleich. Ein Kanal kann Wasser abführen. Eine konventionelle Sickeranlage kann versickern, verdunsten fast nichts und bepflanzen darf ich es nicht laut Norm. Und bei der grünen Infrastruktur wie bei Tränengarten kann ich sozusagen alles machen. Ich kann versickern, verdunsten und bepflanzen. Und damit hat eine Grünfläche in einer Gemeinde auch eine Mehrfachfunktion. Seit 2013 arbeiten wir mit diesem System immer wieder bei Projekten. Hat sich als sehr erfolgreich gezeigt und mittlerweile sind über 70 Projekte umgesetzt bereits und viele weitere sind in Planung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin damit schon am Ende und hoffe, da Ihr Interesse geweckt zu haben, sollten Sie das noch nicht gekannt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Georg. Danke, dass du nicht nur eine positive Vision aufgezeigt hast, sondern auch einen ganz konkreten Lösungsvorschlag, der schon Wirklichkeit ist, der umgesetzt wurde, jederzeit umgesetzt werden kann, der eben gleich mehrere Aspekte abdeckt, also sozusagen multifunktionell ist, das Thema Wasserbehandlung, Parkraum, nutzbare Flächen beinhaltet, aber ebenso Grünraum, Bäume, also diese Dinge, also eigentlich eine multifunktionelle Lösung, die marktreif ist und jederzeit Anwendung finden kann und nicht erst entwickelt werden muss oder das Problem noch größer werden muss, bevor man das Thema angreift. Vielen Dank, Georg. Darf auch noch vielleicht am Schluss sagen, es wird schon exportiert nach Oberösterreich und in die Steiermark, sozusagen. Sehr gut. Danke dir, Georg. Als Nächste darf ich die Frau Diplom-Ingenieurin Christiane Hanauer begrüßen. Sie ist vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung von der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft, RU3,
Ihr oder eines Ihrer Fachgebiete ist das Thema Natur im Garten und dementsprechend gut passend jetzt zu den grünen Aspekten von Grain Garden oder darauf aufbauend, bitte Ihre Erläuterungen, Frau Diplom-Ingenieurin. Ja. Also von mir auch ein herzliches Grüß Gott. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. So. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Ich wurde eingeladen, zu diesem Thema zu sprechen, weil wir ein Projekt gemacht haben, ein Interreg-Projekt mit Südböhmen und Südmähren. Und zwar heißt das Klimagrün, ist gelaufen von März 2018 bis Oktober 2020. Von Niederösterreich war auch die Agrarbezirksbehörde Abteilung Landentwicklung dabei. Da haben Sie letzte Woche den Christian Steiner, den Abteilungsleiter, gehört. Dann war Natur im Garten dabei und auch wir, die Landesabteilung Umwelt, Energiewirtschaft. Von tschechischer Seite eben Südmähren, Südböhmen, da waren Vereine und Regionalvertreter. Der Sinn des Projektes Klimagrün war die Anpassung der grünen Infrastruktur an den Klimawandel. Was ist die grüne Infrastruktur? Meines Erachtens hat sie noch nicht den Wert bekommen, den sie eigentlich haben müsste, wie wir auch in den letzten beiden Vorträgen gehört haben. Die grüne Infrastruktur ist ein zusammenhängendes und geplantes Netzwerk an Grün- und Freiflächen. Also es soll nicht dem Zufall überlassen werden, wo ein Platz frei ist, wo man was hinpflanzen kann, sondern das soll zusammenhängen und geplant sein. Und das erfüllt dann bestimmte Ökosystemdienstleistungen, wie zum Beispiel Erhöhung der Biodiversität, Reinigung von Luft und Wasser. Wir haben schon gehört, dass Pflanzen ganz wichtig sind im Regenwassermanagement und Hochwasserschutz. Es ist eine Anpassung an den Klimawandel, weil die städtischen Wärmeinseln oder auch Gemeinde, also innerörtlichen könnte man besser sagen, Wärmeinseln reduziert werden und weil der Wasserhaushalt ordentlich reguliert wird. Außerdem, das haben wir auch schon gehört in den vorigen Vorträgen, man fühlt sich wohler. Dazu dieses Foto hier. Sie sehen, die Bänke hier sind ganz leer, die sind in der Sonne. Die Plätze hier auf der Schattenseite der Bäume sind voll gefüllt. Also an einem heißen Tag geht man lieber in den Schatten und an einem nicht so heißen Tag tragen die Laubbäume keine Blätter, kann man da auch sitzen. Worum hat jetzt sich Klimagrün gekümmert? Einerseits um Wissensaufbereitung. Sie haben hier die eingeblendet und es kommt auch noch einmal die Homepage, wo Sie all unsere Infoblätter, die Handbücher, Aktionsprogramme, ein Baumplakat, Studien und Leitlinien, die erstellt wurden, auch finden können. Im Zuge der Bodenschutzanlagenuntersuchung wurden auch Böden untersucht und somit die Wirksamkeit von Bodenschutzanlagen. Das war der Anteil der Agrarbezirksbehörde. In Tschechien sind schwerpunktmäßig Bäume gepflanzt worden. Und ansonsten gab es auch sehr viele Exkursionen, Praxistage, Tagungen, Seminare und so weiter. Das war auch eine schöne Verbindung von Österreich und Tschechien, weil von beiden Ländern Leute teilgenommen haben. Wie schon gesagt, dieses Infomaterial hier nur kurz angesprochen. Wir haben auch ein Infoblatt zu Regenwassermanagement, zu Blumenwiesen, Wegebelegen, grüner Beschattung, dem Klimabauen, zu Bodenschutzanlagen und ein Aktionsprogramm grüne Infrastruktur. Ich möchte drei von denen hier ein bisschen besprechen. Das eine ist Begrünungen, also grüne Beschattung. Und da gibt es, zu allem gibt es ja heutzutage schon Studien, also hat man auch nachgewiesen, dass, was wir eigentlich ja alle auch schon spüren und wissen, Begrünungen wirken sich positiv auf das Wohlbefinden der Bevölkerung aus und schaffen neben der Verbesserung des Klimas auch einen ästhetischen Mehrwert. Außerdem ist es Lebensraum, wurde heute auch schon angesprochen, nicht nur für Vögel, die wir lieben, sondern auch für Insekten. Da gibt es welche, die wir mögen, und wie die Schmetterlinge und so, welche, die wir nicht so mögen, die aber genauso wichtig sind für das Ökosystem und denen auch wollen wir auch ihren Lebensraum lassen. In diesem Infoblatt sind Bäume, dann temporäre oder mobile Begrünungen besprochen, begrünte Pergolen, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung. Ist sehr umfassend. Hier ein Bild oder eigentlich zwei Bilder, die zusammenhängen. Temperaturunterschiede mit und ohne Bepflanzung.
Sie sehen hier oben, wie sich eine Asphalt- oder Beton- oder auch hier Pflasterfläche aufheizt auf 50 Grad und mehr, wie hier Lärm, Staub, Wärme sich ausbreiten können. Die Häuser heizen sich auch auf 40, 50, 70 Grad auf. Und hier ist natürlich das Idealbeispiel, wo sowohl die Fassade begrünt ist als auch das Dach. Sie sehen, ein stärker bewachsenes Dach kann 40 Grad reduzieren, die Temperatur. Und in den Bäumen, hinter den Bäumen, fühlt es sich an, wie wenn es 13 Grad weniger hätte, auch wenn es gemessen etwa 6 Grad sind. Man fühlt sich einfach wohler. Es wird auch Lärm und Staub geschluckt in diesem Bereich. Zweites Informationsmittel, das wir erstellt haben, der Klimabaum, ist eine sehr umfassende Broschüre. Ich bringe hier nur ganz wenig. Baum kühlt, Baum ist Nahrung, Baum ist Lebensraum, Baum schluckt Staub, Baum setzt Sauerstoff frei, ist zur Erholung nützlich, ist ein Bodenerhalter, dient auch der Wasserregulierung und so weiter. Hier haben wir eine Klimawandelanpassung, die zwar im Innenraum vielleicht nützlich ist, wo nämlich gekühlt wird, die aber, wie Sie wissen, im Außenraum dann sehr wohl noch mehr Wärme produziert. Das ist reine Klimawandelanpassung. Hier haben wir einen Baum, das ist auch eine Klimawandelanpassung. Man kann sich in den Schatten begeben. Man hat aber auch Klimaschutz, weil hier das Mikroklima verbessert wird. Oder auch hier das Potenzial von naturnahen Gärten, wo auch viel wachsen darf und viel Struktur herrscht. Für die Bäume ist ganz wichtig, dass man sie schützt, dass man sie wertschätzt. Es gibt zwar auch Ärgernisse durch den Baum, also manche stören die Blätter oder eventuell auch Früchte. Da kann man aber schauen, dass man Bäume, wo Früchte stören, nicht dorthin setzt, wo sie stören, sondern wo sie eben nicht stören. Man muss Bäume schützen, weil sie erst mit etwa 20 Jahren ihre Klimawirksamkeit bekommen. Sie sehen hier sehr schöne Beispiele. Eine Linde, nach der sogar der Name genannt wurde, Chemnitz an der Linde, hier eine andere große Eiche in einem Landschaftspark. Wichtig in Ortsräumen ist, dass genug Wurzelraum vorhanden ist, haben wir auch schon gehört. Schutz vor Mähschaden. Man denkt sich oft an diese kleine Kerbe, auch bei Parkschaden, das wird dem Baum nicht so viel ausmachen, ist sehr schädlich für Bäume. Auch Hundeurin in den Mengen ist schädlich, Salz selbstverständlich. Und auf Baustellen bitte immer beachten, dass die Bäume geschützt werden. Sie müssen eigentlich geschützt werden. Wird nicht immer so beachtet und eingehalten. Warum sollen Bäume alt werden? Einmal eine 80-jährige Buche leistet so viel wie 2000 Jungbäume. Das sind zwar keine Buchen da, aber es ist eins der Beispiele. Ja. Und jetzt noch ein drittes, das Aktionsprogramm für ein nachhaltig gutes Klima in der Gemeinde. Hier haben wir Schritt für Schritt für Sie erarbeitet, also für Gemeindemitarbeiter hauptsächlich, wie man die Gemeinde in eine klimafitte Grünraumgemeinde umwandeln kann, was man bedenken soll, welche räumliche, zeitliche Dynamik soll berücksichtigt werden, wie muss die grüne Infrastruktur beschaffen sein, und was muss beachtet werden? Und wir empfehlen, mit der Bevölkerung gemeinsam einmal die Bodenversiegelung und Vegetation zu analysieren, Hitzeinseln ausfindig zu machen, zu schauen, wo andere Problembereiche sind, wie zum Beispiel Überflutungsbereiche oder sowas. Diese Beobachtungen kann man dann einmal zusammenführen in einer Karte und dann Handlungsmöglichkeiten herausfinden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich empfehle Ihnen die Seite auf Natur im Garten Klimagrün, wo Sie all diese Unterlagen auch dann schriftlich herunterladen können. Vielen Dank und auch danke für den Hinweis auf die umfangreichen Informationsmaterialien, auf die man bereits zugreifen kann. Ja, wichtig, auch die grüne Infrastruktur, Sie nannten es ein geplantes Netzwerk, welches ja, vorausschauend, intelligent oder smart in die Zukunft blicken soll und nicht irgendwie ad hoc Problem und Anführungszeichen Lösungen Lückenbüßer, sondern eben vorausschauend und geplant. Dazu bedarf es natürlich auch einer Bestandsanalyse. Und dementsprechend können wir auch mit grüner Infrastruktur
wieder multifunktionell Probleme lösen oder Verbesserungen herbeiführen in vielfältigen Bereichen. Danke Ihnen. Als letzten Teil der heutigen Webinarreihe möchte ich nunmehr gerne den Herrn Dr. Herbert Kreisberger, Geschäftsführer und Bereichsleiter des Bereichs Energie und Klima bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, begrüßen. Er ist promovierter Volkswirt. Dementsprechend würde ich persönlich mir ein bisschen wünschen, auch ökonomische Aspekte oder Fragestellungen ein bisschen vielleicht einfließen zu lassen, wenn es jetzt gemeinsam mit dem Alexander Siemader um eine kurze Zusammenfassung der heutigen vier Themenbereiche der örtlichen Entwicklung gehen wird und einen kurzen Ausblick wagen. Bitteschön. Danke, Wolfgang. Hallo Herbert, schön, dass du heute bei uns bist im Billachtal. Unser vierter Teil, und es taugt mir richtig, dass wir die Nummer 1 von der ENO bei uns haben fürs Resümee. Herbert, was ist dir jetzt so das Erste, was da so in Sinn kommt nach den vier bisherigen Vorträgen? Ja, also mir haben aber alle vier Vorträge wirklich gut gefallen, weil sie ja so einen praxisnahen Zugang irgendwie gezeigt haben. Das Zweite, was mir sehr gut gefällt, ist, wenn man wirklich ein Tal denkt, also einfach das Billachtal sich anschaut, wie sich das entwickelt, also ein bisschen über die eigene Gemeinde, über den eigenen Ort hinausgeht. Ich glaube, beim Heimer Bürbaumer ist das gefallen, das geht ja nicht so sehr um die Autarkie in dem Sinne, sondern es geht immer um das eigene und das in Verbindung mit anderen. Das können jetzt die Nachbarorte sein, kann natürlich dann ein Ballungszentrum sein, kann auch sogar darüber hinausgehen. Wenn vorher das mit der wirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Betrachtung gefallen ist, das ist völlig klar. Wenn wir auf das eigene schauen oder das, was wir im Tal tun und tauschen, dann ist es auch Wirtschaftsentwicklung. Vor Ort sozusagen unmittelbar in Beschäftigung vor Ort dann letztendlich wirken. Also das ist das, was für einen Volkswirt besonders ins Auge sticht. Es gibt ja verschiedene, sind auch Täler in der Regel, die so eigene Währungen haben, die man dann wirklich nur in diesem Tal sozusagen verwenden kann. Betrachten Volkswirte immer ein bisschen kritisch, aber natürlich ist es eine Form, ganz besonders darauf Wert zu legen, die Wirtschaftskreisläufe eng zu halten, einfach um die lokale Belebung damit auch zu stärken und zu forcieren. Du Herbert, ich würde da gerne noch dranbleiben, weil mir das auch unheimlich gut gefallen hat, was der Heimer da hergezeigt hat und weil es mein persönlicher Erfahrungsschatz aus meinem Job ist. Du, sind wir jetzt drauf und dran, also unabhängig vom Bewusstsein zu Klimaschutz und zur Anpassung oder zur Bioökonomie, jetzt mal rein aus systemischer Sicht, aber sind wir wieder mehr drauf und dran, dass wir das Heimische und das Regionale wirklich, wirklich stärker schätzen und dass wir es wieder mehr machen? Also haben wir 50 Jahre gebraucht, um aus diesem Trott der 60er und 70er Jahre, wo man halt natürlich so stark nach außen gedrängt hat und dann ist die Globalisierung natürlich immer stärker geworden. Aber ich meine, ich spüre das schon, oder? Das Regionale kommt stärker. Das spürt man ganz deutlich. Also die Corona-Krise sozusagen, pflege immer zu sagen, es wäre ganz, ganz wichtig, sich vieles davon zu erhalten und ganz bewusst auch aufzugreifen. Hab einfach mehr Chancen, weil es länger dauert, weil es schon ein Jahr so geht, wo man auch Dinge sich umgewöhnt. Ja, und wenn das jetzt eben anders ist, wenn sozusagen Homeoffice, wenn sozusagen Betriebe auch anders organisiert werden können, der Zabichowski hat das gesagt, sozusagen, wo Leerstände in Gemeinden aktiv genutzt werden, um dort Arbeitsplätze zu schaffen und die genauso in den Betrieb eingebunden sind, dann ist das ein wahnsinniger Fortschritt. Also für die Lebensqualität, für die Ortsbelebung, letztendlich auch für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe selbst. Also das ist etwas, was man sich jedenfalls behalten soll und auch behalten wird. Wir sehen das ganz oft bei uns auch, diese regionale Vermarktung von Produkten und von Lebensmitteln, hat eine Nachfrage, wie es es vorher nie gegeben hat. Ja. Also ist vielleicht übertrieben, wenn man sagt, früher war das total super, die Kiwi aus irgendwo oder die Avocado aus Chile. Heute ist, denke ich, schon so, dass man ein bisschen sagt, naja, muss das wirklich sein?
Oder muss das Steak wirklich aus Argentinien kommen oder kann das nicht aus der Region kommen? Also, da ist wirklich ein Wandel passiert, der schon durch mehrere Jahre, ein Bewusstseinswandel, der mehrere Jahre schon sich vollzieht und jetzt nochmal einen Schub gekriegt hat. Also er kommt jetzt wirklich aus Gefühl an, oder? Es ist jetzt nicht nur Fakten und Wissen, sondern es beginnt sich sozusagen wirklich als Gefühl und damit auch als nachhaltiger Wert zu etablieren, oder? Ja, die Werthaltung verändert sich ein wenig. Und auch dann dazugehörig die Wirtschaftskreisläufe und die Ströme und fast ein bisschen die Technologie. Weil der Zawichowski vorher gesagt hat, Gebäude früher alle für hunderte Jahre gebaut, ja, möchte zwar ein bisschen einschränken, die Gebäude, die noch stehen, wurden für 100 Jahre gebaut. Viele Menschen haben in Gebäuden gelebt, die nicht viele Jahrzehnte überlebt haben und noch nie so geplant waren. Aber viele davon haben überlebt. Und wenn man sich die Gebäudeentwicklung anschaut, so Gebäude, wie man sie in den 70er Jahren gebaut hat, so Hochhäuser mit, das schaut immer so aus wie ein Koffer, der so ein bisschen steht, nicht? Le Corbusier oder ähnliche. Oder auch das Denken, dass man ganze Städte, Grundresorte mal ordentlich plant, nicht? So ein Denken gibt es gar nicht mehr. Und das war damals allerdings sozusagen State of the Art, also da sind die Reichen hingezogen, nicht die Armen. Das ist jetzt völlig anders. Also das hat sich einfach über die Jahrzehnte entwickelt und in solchen Zeiträumen muss man solche Entwicklungen auch sehen. Und das stärkere Bewusstsein für die Region, also sage ich mal Gemeinde und Region, also das schon ein wenig zusammendenken, das ist etwas, was wir aus der Krise, glaube ich, mitnehmen. Wir haben ja die letzten 10 Jahre gemeinsam parallel und mit vielen anderen damit verbracht, die Leute zu motivieren. Jetzt, wenn ich an den letzten Vortrag von der Christiane Hanauer denke, die ja zum Beispiel diese Hitzeinseln gebracht hat und das auch wunderbar und anschaulich gezeigt hat, sind nicht vielleicht wir manchmal auch mit unserer Argumentation heute auf dem falschen Weg, weil wir sowas von verunsichert sind. Wie kann man Fakten bringen? Ich meine, die Leute müssen sie selber spüren, wenn sie rausgehen und vor dem Haus hat es 65 Grad zu Mittag. Also müssen wir vielleicht da umlernen, damit wir die Leute besser überzeugen können, weil ich frage mich nach wie vor, warum wird so wenig gepflanzt vor den Häusern und in den Ortschaften? Ja, da geht es mir halt, aber dir vielleicht auch oft so, wenn ich gemeinsam mit Natur im Garten einen Vortrag halte, da bin ich immer den schlechten Teil. Weil die Frau Hanauer, die hat dann sozusagen das Schöne, das Anschauliche, das Praktische, wo man auch was tun kann, wo man genau weiß, diese und jene Pflanzen, also man kann grundsätzlich mehr pflanzen, wo man das sozusagen tun kann, haben wir praktische Unterstützung. Ich glaube, das braucht es ganz unbedingt, dass man nur das Reden von Klimawandel oder auch der Notwendigkeit von Klimaschutz ist oft sehr abstrakt. Und die ganz konkreten Beispiele, aber der Herr Zeleny hat genauso konkrete Beispiele gebracht. Das Parkplatzbeispiel vor und danach, wobei danach sind wenig Autos gestanden, aber das ist wahrscheinlich nicht wegen der Begrünung, sondern aus anderen Gründen. Und man kann den öffentlichen Raum, und das habe ich auch gesagt, das kommt das auch, wir brauchen mehr öffentlichen Raum und den auch entsprechend für die Bevölkerung nutzbar machen. Und Flächengerechtigkeit war sozusagen da das Stichwort. Das ist schon notwendig, das ist schon ein Umdenken, weil aus Sicht einer Gemeinde jeder öffentliche Raum kostet. Da muss immer gepflegt werden und was irgendwie serviciert werden und damit sind laufende Kosten verbunden. Aber ich denke, das macht das Leben in einer Gemeinschaft einfach lebenswert, dass es Orte gibt, wo man sich trifft, wo man sich austauschen kann. Wahrscheinlich schon so oft erzählt, aber als wie mein Bruder Bürgermeister geworden ist, war in dem Ortskern, gibt 7 Häuser, davon waren 6 zum Verkauf und geboten und gebeten, dass die Gemeinde den kauft. Die 7. ist die Kirche, das war nicht verkäuflich, aber die anderen 6 schon. Und der Grund war ganz einfach, der Supermarkt ist noch draußen gezogen, die Gemeinde hat sich neu gebaut, sozusagen weiter draußen. Und damit war im Ort kein Leben mehr und damit waren alle Geschäfte, die da drinnen waren, auch nicht mehr weiterzuführen. Und dann ist das ausgestorben und dann haben sie die Leute halt nicht mehr am Dorfplatz getroffen und haben irgendwas gesprochen, sondern haben sie halt im Auto angeguckt oder sind
bei dem Autositz entstehen geblieben, damit sie ein bisschen tratschen können. Aber das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck eines Gemeinschaftslebens. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Detroit an. Ne? Also es gibt es auch in Österreich. Also wir haben offensichtlich dieselben Mechanismen, dass wir heute damit offensichtlich kämpfen, unsere gute Infrastruktur zu erhalten. Ja, das hat man wirklich billig. Da ist das jetzt nicht so stark. Da sind die Orte schon noch etwas anders. Aber es kann ganz leicht passieren. Und es gibt schon auch in Niederösterreich Beispiele, ohne dass ich sie nenne, wo genau das passiert ist. Ja. Wo der erste Impuls, es gibt halt Arbeitsplätze quasi draußen bei sich neu ansiedelten Geschäften, hat dann einen wirklichen Boomerang-Effekt gehabt hat auf die Geschäfte, die es innerhalb schon länger gegeben hat. Okay, unsere Stärke ist, dass wir voneinander lernen. Die ENO lebt uns das ja vor, sie unterstützt uns ja damit mit vielen Best-Practice-Beispielen und Beratungen und so weiter. Was macht die Region stärker als die einzelne Gemeinde, wenn es um Klimawandelanpassung geht, Herbert? Aber der Klimawandelanpassung hat man ja oft verbindet. Wir haben das Thema Wasser gehabt. Ja. Beim Wasser ist es ganz besonders auffällig, was die eine Gemeinde tut, kann sehr wohl Auswirkungen für die Nachbargemeinde haben, ganz konkrete Auswirkungen für die Nachbargemeinde haben. Bei vielen der Fragestellungen des Lebens in einem Tal sozusagen hat der Nachbarort sozusagen positive Effekte, wenn eine Gemeinde etwas macht. Wir haben im Billachtal gerade das Thema auch der Mobilität, weil wir so ein Rückgrat haben mit der Mariazellerbahn und dann sozusagen mit Carsharing-Modellen, die jetzt auch gerade entwickelt werden. Natürlich wenn das eine Gemeinde macht, ist das weniger sichtbar, wird weniger angenommen, als wenn das mehrere Gemeinden machen. Wenn man sozusagen weiß, da steht mir überall ein Fahrrad zur Verfügung am Bahnhof. Wenn man weiß, da kann ich mir ein Auto ausborgen und muss nicht mit dem Auto hinfahren oder solche Dinge. Also es gibt gerade viele der Naturgefahren sind auch für ein ganzes Tal oft von Relevanz, nicht für einen Ort. Also man muss sie gemeinsam davor sozusagen schützen. Viele, ob es jetzt um Trockenheit geht oder ob es um Baumsterben geht oder ähnliches, das ist immer ein Tal, das davon betroffen ist. Es hört nicht an der Gemeindegrenze auf. Und deswegen ist es aus meiner Sicht besser, bei der Klimawandelanpassung wirkliche Regionen zu betrachten, sich zu überlegen, was trifft uns als Region gemeinsam und wie können wir uns gemeinsam sozusagen da auch weiterentwickeln, anpassen und davor schützen. Ich stimme dir da wirklich zu. Ich glaube auch, dass das Billachtal da eine große Hilfestellung für andere Regionen in Niederösterreich ist, weil das Billachtal natürlich schon als Marke, als Billachtal stark ist. Die haben da vieles gemacht und dass die jetzt natürlich sich auch mit dem Thema so aktiv auseinandersetzen, also nicht nur in den Gemeinden was umsetzen, sondern es auch nach außen tragen, hilft natürlich auch allen anderen, weil es natürlich immer gut ist, weil es auffälliger ist, wenn sich jemand damit beschäftigt, der natürlich schon eine starke Marke ist. Aber das muss man ja, das wird ja entwickelt. Also ich bin nicht sicher, vielleicht war es der Zawichowski, bevor es die Region Elsbeere gegeben hat, wie viel die Elsbeere gekannt haben und wie viel sich da als Region sozusagen gefühlt haben. Ja. Also so etwas kann man entwickeln, indem man einfach hier das Bewusstsein stärkt für das Gemeinsame mit den Nachbargemeinden. Und das Bewusstsein, in einer gemeinsamen Region zu leben, erhöht auch die Lebensqualität und das Wohlfühlen ganz automatisch. Da muss ich noch gar nichts anderes machen, als nur einfach wissen, ich lebe in einer wirklich sehr schönen Umgebung. Das ist übrigens auch ein schönes Schlusswort, weil das trifft natürlich aufs Billachtal zu. Also das Billachtal ist eine wunderschöne Umgebung, die natürlich auch ihre Identität hat und um diese Identität ringt und auch erhalten will, auch mit einer Klimawandelanpassung. Und Herbert, ich danke dir schön für das, dass du für uns jetzt Zeit gehabt hast heute. Das war für uns ein würdiger Abschluss unserer ersten Webinarreihe, unserer vier Teile. Ich hoffe, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen auch gefallen hat. Uns gibt es ja nicht nur live, immer hat es uns jetzt gegeben, mittwochs von 15 bis 16 Uhr, sondern Sie finden uns ja auch auf der Webseite der Kleinregion Billachtal unter dem Reiter Klarregion. Und Sie finden uns auch auf YouTube direkt.
wir haben, es sieht danach aus, dass es nach Ostern bereits eine zweite Reihe von Veranstaltungen gibt. Da geht es dann ein bisschen mehr in die Tiefe. Also wir werden uns dann intensiver mit Gewässerökologie beschäftigen, aber auch mit der grünen Landwirtschaft. Also wir gehen ganz tief rein in die ursächlichen Themen des Bilachtals und würden uns freuen, wenn Sie uns da dabei treu bleiben und erhalten bleiben und wenn Sie auch Werbung für diese Serie machen. Ich möchte mich abschließend, so wie jedes Mal, nochmal bedanken natürlich beim Wolfgang für die tolle Moderation und beim Christian Zehentner für die Regie und Administration im Hintergrund, aber vor allem natürlich auch bei unserem Fördermittelgeber beim Klima- und Energiefonds, sowie beim Projektträger der Kleinregion Bilachtal und unserer Klarmanagerin, der Edith Kendler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, danke fürs Interesse und übergebe damit letztes Mal nur an den Wolfgang, der sich sicher auch noch verabschieden will. Danke. Vielen Dank auch meinerseits an alle involvierten Kollegen, insbesondere auch an die Experten der letzten drei Webinare. Es bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir werden Sie informieren, wenn die nächste Webinarreihe so circa ab Ostern kommen wird. Und bitte teilen Sie auch unsere Informationsmaterialien bzw. die Online-Nachschau zu den Webinaren an interessierte Menschen, die sich mit der Klimawandelanpassung befassen, die möglicherweise Multiplikatoren sein können. Vielen Dank, ich wünsche alles Gute.